Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Jana und das hier ist ein kurzer, knackiger Yoga-Flow für mehr Energie und eine kräftige Mitte. Es wird zwischendrin ein bisschen intensiver, also guck, dass du trotzdem wie immer beim Yoga ganz entspannt atmen kannst, dass alles relativ easygoing ist. Es darf anstrengend sein, aber wenn du merkst, du verspannst, das wird schwer, regelmäßig zu atmen, dann mach ein bisschen langsamer. Setz vielleicht zwischendurch aus, mach eine kleine Pause und setz dann wieder ein. Und wenn du dran bleibst und immer wieder ein bisschen für dich übst, dann baust du ganz von alleine Stück für Stück die Kraft auf. Okay, wir starten aber erstmal ganz gemütlich im Sitzen. Finde einen ganz bequem aufrechten Sitz. Roll die Schultern nochmal nach oben, hinten. Einatmen nach oben und ausatmen nach unten. Noch einmal ein, nach oben. Aus, nach unten und dann schließ gern kurz die Augen. Lass alles kurz etwas langsamer werden. Lenk deinen Fokus nach innen auf die Atmung. Und lass deinen Bauch ganz weit und weich werden. Vielleicht kannst du richtig einen kleinen Buddha-Bauch machen. Und lass die Einatmung bis tief in den Bauch sinken. Bevor wir gleich viel Kraft aus dem Bauch ziehen, lass ihn jetzt nochmal richtig weich, richtig weit werden mit der Einatmung. Zieh ganz viel Luft in deinen Bauch, schaff dir da ganz viel Platz. Und mit der Ausatmung schiebt der Bauchnabel nach hinten oben Richtung Wirbelsäule, bis keine Luft mehr da ist. Ein, füll deinen Bauch ein. Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Jana und das hier ist ein kurzer, knackiger Yoga-Flow für mehr Energie und eine kräftige Mitte. Wir starten aber erstmal ganz entspannt im Sitzen. Also finde einen bequem aufrechten Sitz zum Auflockern. Mit der nächsten Einatmung roll die Schultern über oben nach hinten unten. Nochmal ein nach oben, aus nach unten. Noch einmal extra groß ein nach oben und aus nach unten. Und dann lass die Schultern ganz entspannt nach hinten unten sinken. Richte den Brustkorb auf. Lass das Kinn ein Stückchen weiter Richtung Brustkorb sinken. Gib dir darüber mehr Länge im Nacken. Und dann lass deine Bauchdecke ganz weit und weich werden. Und deine nächste Einatmung bis tief in den Bauch sinken. Und atme locker vollständig wieder aus. Nimm ein paar ruhige, tiefe Atemzüge. Gib dir einen Moment, hier anzukommen. Alles ein bisschen langsamer werden zu lassen. Und dann verlagere deine Atmung von dem Bauch in den Brustkorb. Das heißt, am Ende der nächsten Ausatmung lässt du deinen Bauchnabel nach hinten oben Richtung Wirbelsäule gezogen und verlagerst die Atmung in den Brustkorb. Atmest tief zwischen die Rippenbögen ein und vollständig wieder aus. Und der Bauch bleibt dabei die ganze Zeit ganz sanft aktiv. Der Bauchnabel leicht nach hinten oben gezogen Richtung Wirbelsäule. Nimm noch einen letzten extra langen, extra tiefen Atemzug. Und wenn du soweit bist, öffne langsam blinzelnd die Augen, wenn du sie geschlossen hattest. Und finde deinen Weg in den Vierfüßlerstand. Dafür spreizst du die Finger weit auseinander, baust die Hände unter den Schultern auf, schiebst die Handballen in die Matte, baust die Knie unter den Hüften auf. Und fängst erstmal an, große Kreise zu machen mit dem Oberkörper.
Finde deine eigene Bewegung. Guck, was dir jetzt gut tut. Wie schnell oder langsam du dich bewegen möchtest. Wenn du das nächste Mal im runden Rücken bist, wechsel die Richtung. Und dann pendel dich langsam in der Mitte ein. Guck nochmal, dass du wirklich die Finger weit auseinander gespreizt hast. Schieb die Fingerkuppen in die Matte, schieb die Handballen in die Matte und dann fang an, ganz klein dein Gewicht zu verlagern. Ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Und schieb die Hände kräftig in die Matte, schieb dich weit nach oben von der Matte weg. Und schieb auch die Knie in die Matte. Und dann pendel dich in der Mitte ein, klapp hinten die Zehen um und heb nur die Knie ein paar Zentimeter von der Matte ab. Und dann verlagere dein Gewicht ganz klein von Seite zu Seite und vorn zurück. Und guck, auch wenn das jetzt ein bisschen intensiver ist, dass du trotzdem die Ellenbogen jederzeit beugen kannst. Dass du die Hände kräftig in die Matte schiebst. Der Bauchnabel saugt hoch Richtung Decke. Wenn das schon sehr intensiv ist, dann bleib dabei oder setz zwischendurch kurz die Knie auf. Wenn du noch mehr möchtest, pendel dich in der Mitte ein und dann löst die rechte Hand. Tipp einmal an die linke Schulter, setz wieder auf, wechsel die Seite. Kurz einen Moment halten und wieder aufsetzen. Noch einmal jede Seite, kurz halten und aufsetzen, kurz halten und aufsetzen. Und von hier schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Lass den Kopf schwer nach unten sinken. Der Nacken bleibt ganz entspannt. Du kannst die Knie locker beugen. Die Sitzbeinhöcker schieben hoch zur Decke. Die Ellenbogen sind auch immer noch gebeugt. Und die Hände schieben weiter fest in die Matte. Die Fersen sinken tief. Der Rücken ist möglichst lang. Von hier zieh das Kinn Richtung Brust, roll nach vorne in die Planke. Wander mit den Händen ein bisschen weiter nach vorne oder mit den Füßen zurück, dass du wirklich stabil stehst. Und schieb dich mit den Füßen, mit den Händen nach oben von der Matte weg. Lass trotzdem das Becken tief sinken und halte hier einen kurzen Moment. Und dann verlager wieder dein Gewicht ganz klein vor und zurück. Und schieb dich wieder zurück in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung heb das rechte Bein weit nach hinten oben. Öffne die Hüfte, zieh die Fußspitze noch weiter hoch zur Decke. Und dann komm wieder zurück mit der parallelen Hüfte. Das heißt, du flexst den Fuß hinten, der große Zeh zeigt ganz gerade nach unten Richtung Boden. Nochmal, öffne die Hüfte, die Fußspitze zieht weit nach oben raus. Und wieder parallel, der Fuß ist geflext, der große Zeh zeigt gerade nach unten. Von hier zieh das Knie nach vorne Richtung Stirn, roll mit den Schultern über die Handgelenke und schieb dich wieder weit nach hinten raus. Nochmal, roll nach vorne, Stirn und Knie ziehen zusammen und schieb dich weit nach hinten raus. Ein letztes Mal, roll nach vorne, Knie und Stirn ziehen zusammen und dann feder kurz mit dem Knie Richtung Nasenspitze. Für 5, 4, 3, 2, 1 und mach einen großen Schritt nach vorne zwischen die Hände. Vielleicht hilfst du ein bisschen nach mit der Hand, sodass der Fuß wirklich unterm Knie landet. Manchmal landet der ein bisschen weiter hinten, dann helf mit der Hand nach, sodass er wirklich unterm Knie ist. Und dann senk das hintere Knie Richtung Matte ab. Kurz zum Durchlockern, lass die Hüfte sinken. Verlage das Gewicht ganz klein von Seite zu Seite. Wenn es angenehm ist, kannst du auch mit dem Oberkörper ein bisschen höher kommen. Immer noch mit dem aktiven Bauch. Schieb den vorderen Fuß in die Matte. Der Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und der Oberkörper ist aufgerichtet. Von hier komm zurück tief, setz die Hände auf. Klapp hinten die Zehen um. Großer Schritt zurück über die Planke. In den herabschauenden Hund.
Das gleiche auf der anderen Seite. Mit der Einatmung hebt das linke Bein weit nach hinten oben. Und dann öffne die Hüfte, zieh die Fußspitze noch weiter auf Richtung Decke. Zurück parallel, der große Zeh zeigt gerade nach unten. Und dann öffne die Hüfte, zieh die Fußspitze noch weiter nach oben. Nochmal zurück parallel und öffnen. Und zurück parallel und dann bring das Knie nach vorne Richtung Stirn, mach dich rund, schieb dich weit nach vorne raus und wieder zurück. Nochmal runder Rücken, Knie und Stirn ziehen zusammen und zurück. Letztes Mal rund nach vorne, das Knie zieht Richtung Nasenspitze und mach kleine Federbewegung. Für 5, 4, 3, 2, 1 und dann mach einen großen Schritt zwischen die Hände. Wenn du nicht gleich vorne landest, helf mit der Hand nach. Und dann erde dein hinteres Knie und locker kurz durch. Lass den Rücken lang werden, die Hüfte nach unten sinken. Und guck, was für dich ein angenehmer Stretch ist. Entweder bleibst du hier unten oder du richtest den Oberkörper nach oben auf. Lässt die Schultern nach hinten unten sinken. Bist trotzdem aktiv im Bauch. Ziehst den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Schiebst den vorderen Fuß in die Matte. Und dann setzt die Hände wieder auf der Matte auf. Klapp hinten die Zehen um. Großer Schritt zurück. Direkt in den herabschauenden Hund. Und dann bring die Knie auf die Matte. Komm einmal in die Position des Kindes. Der Po sinkt tief zu den Fersen. Die Stirn legt sich auf der Matte ab. Wenn du merkst, die Stirn landet nicht ganz auf der Matte, kannst du dir ein Kissen bauen aus den Händen. Vielleicht auch noch ein bisschen höher aus den Fäusten. Und die Stirn darauf ablegen, sodass es hier wirklich bequem und gemütlich ist. Einmal kurz zum Entspannen. Und dann roll Wirbel für Wirbel nach oben zum Sitzen. Bleib gerne, wo du bist. Ich drehe mich einmal nach vorne, dass du mich besser sehen kannst. Und dann guck, dass du wirklich bequem sitzt. Wenn du merkst, der Fersensitz ist unangenehm für die Knie, dann komm wieder in den Schneidersitz. Und wenn du soweit bist mit der nächsten Einatmung, nimm die Arme über die Seite weit nach oben raus. Und ausatmen, dreh dich nach rechts, die linke Hand kommt aufs rechte Knie, die linke hinten ans Steißbein. Einatmen, schieb die Sitzbeinhöcker nach unten raus, Krone des Kopfes nach oben. Und ausatmen, komm etwas tiefer in den Twist. Nochmal einatmen, schaff die Länge. Und ausatmen, mit geöffnetem Brustkorb, komm in den Twist. Und dann einatmen, zurück zur Mitte. Und ausatmen rüber zur anderen Seite. Die rechte Hand kommt aufs linke Knie, die andere hinten ans Steißbein. Einatmen, schaff dir Länge. Und ausatmen, komm sanft in den Twist. Nochmal einatmen, Länge. Und ausatmen, Twist. Und zurück zur Mitte. Die Fingerspitzen ziehen hoch Richtung Decke. Greif die Hände ineinander, schieb die Handflächen weit nach oben raus. Und dann lass die Sitzbeinhöcker tief sinken und kipp einmal rüber zur rechten Seite. Für einen sanften Stretch über die linke Flanke. Wechsel zurück über die Mitte. Mit der Einatmung machst du dich lang. Und mit der Ausatmung kippst du rüber zur anderen Seite. Und zurück zur Mitte. Und dann bring einmal die Fingerspitzen auf die Schultern. Lass die Ellenbogen zur Seite nach außen ziehen. Ganz aktiv im Bauch, saug den Bauchnabel zurück Richtung Wirbelsäule. Noch einmal ein Twist, diesmal ohne die Hilfe der Arme. Einatmen, schaff die Länge. Und ausatmen, komm in den Twist. Die Ellenbogen ziehen immer noch zur Seite raus. Und aus eigener Kraft kommst du so weit es geht in den Twist. Und mit der nächsten Einatmung wieder zurück zur Mitte. Und ausatmen, Twist auf der anderen Seite. Noch einmal ein zur Mitte, aus zur Seite, ein Mitte und aus, Twist und ein zur Mitte. Löst die Arme, schüttel einmal kurz durch
und komm auf dem Becken zum Sitzen. Noch für eine weitere Bauchübung. Wir sind noch nicht ganz durch damit. Kommen wir einmal ins Boot. Es gibt verschiedene Varianten. Mittlere Variante ist, die Unterschenkel sind angehoben, die Fingerspitzen ziehen nach vorne. Wenn du mehr möchtest, streck die Beine und nimm vielleicht die Arme mit über den Kopf. Wenn das zu intensiv ist, kannst du die Hände hinter dir aufstellen. Nur die Beine mitmachen, ist auch schon ein ganz gutes Workout. Und wenn du merkst, es zieht dir in den unteren Rücken, leg dich komplett mit dem Oberkörper am Boden ab und leg die Hände unten unter das Becken, sodass der untere Rücken die ganze Zeit Kontakt mit der Matte hält. Such dir deine Variante aus, mach das, wo du immer noch die Schultern entspannen kannst, gut atmen kannst. Das ist wunderbar. Los geht's, wir gehen im Wechsel tief und nach oben. Ausatmen nach unten, einatmen nach oben. Und du kannst auch mal durchwechseln, die verschiedenen Varianten ausprobieren. Upsa. Und gucken, was für dich passt. Wir machen noch 3 Runden. Schieb die Beine Richtung Mitte zusammen. Das gibt dir ein bisschen mehr Power. Noch 2. Trotzdem bleiben die Schultern entspannt. Und ein letzter. Und wir wechseln rüber für die seitlichen Bauchmuskeln. Dafür kippst du auf das Becken auf der linken Seite. Streckst die Beine aus. Wechselst angezogen über die Mitte und rüber zur anderen Seite. Und auch das kannst du mit den Varianten machen. Entweder mit den Fingerspitzen nach vorne. Oder mit den Händen aufgesetzt. Und das geht auch mit dem Oberkörper abgelegt. Fast geschafft. Noch einmal jede Seite. Upsa. Lange nicht mehr gemacht. Und zurück zur Mitte. Stell die Füße nah am Becken auf. Die Fingerspitzen zeigen zu dir ran, die Hände sind unter den Schultern aufgebaut. Und von hier schiebt das Becken nach oben in die Tischposition. Die Schulterblätter schieben hinter dir zusammen. Das Becken schiebt auf Richtung Decke. Und guck mal, was angenehm ist für deinen Nacken. Entweder guckst du nach vorne, hoch zur Decke. Oder wenn das nicht zwackt, kannst du auch den Kopf in den Nacken sinken lassen. Schieb dich mit den Händen nach oben raus, weg von der Matte. Das Becken schiebt weit nach oben raus. Die Füße schieben in die Matte. Und dann komm langsam mit dem Becken zwischen den Händen tief. Komm zurück in deine Ausgangsposition, den bequemen Sitz. Und jetzt ist der anstrengende Teil geschafft. Zum Durchlockern. Mach ein paar große Kreise durch den ganzen Oberkörper. Finde wieder deine eigene Bewegung. Guck, wie groß du die Kreise machen möchtest. Die Sitzbeinhöcker können sich ruhig von der Matte lösen. Wenn du das nächste Mal mit dem Brustkorb vorne bist, wechsel die Richtung. Und dann pendel dich langsam in der Mitte ein. Mit der nächsten Einatmung nimm die Arme über die Seite weit nach oben raus, mach dich lang. Bring die Handflächen zusammen und ende mit den Händen vor der Brust. Verbinde die Daumen mit dem Brustbein, lass die Schultern nach hinten unten sinken. Schließ gern die Augen. Und vielleicht kannst du jetzt an deinen Daumen deinen Herzschlag spüren. Fühl einfach mal rein. Wie schnell der jetzt schlägt. Und vielleicht kannst du mit deinem Atem deinen Herzschlag wieder etwas beruhigen. Falls deine Atmung zwischendurch schneller geworden ist, komm zurück zu langen, tiefen Atemzügen. Ganz locker und entspannt. Dann nimm meinen letzten langen, tiefen Atemzug hier. Und öffne langsam blinzelnd die Augen. Und ich hoffe, du bist jetzt
erfrischt und konntest ein bisschen powern und gut weiter in den Tag starten. Und ich freue mich, bald wieder mit dir zu üben. Wenn dir der Flow gut getan hat, dann lass mir doch ein Like da. Wenn du Wünsche für weitere Flows oder auch Meditationen hast, dann schreib mir einen Kommentar, das würde mich mega freuen. Und wenn du Lust auf noch mehr Tipps rund um Yoga und Meditation hast und öfter mal von mir zu hören, dann abonniere meinen Newsletter, dann kriegst du immer die neuesten Infos direkt ins Postfach und noch ein paar weitere Tipps. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!